Herrn. Und zwei arme Leute. Was wollt ihr denn? O gebt uns aber Gold. O durch Gottes lieb wir bitten, öffnet uns doch eure Hütten. O nein, nein, nein. Sein. Wir wollen dankbar sein. Nein, es kann einmal nicht sein, da geht nur vor dir, komm nicht rein. Wer vor der Tür ein Weib mit ihrem Mann, was wollt denn ihr? Hört unsere Bitte an. Macht mir kein Ungestüm, da packt euch, geht woanders hin. Da geht nur fort, o Freund, wohin, wohin? Vom Stalle dort, geh Josef nur voraus. O mein Kind, nach Gottes Willen, für euch, ihr braucht nicht viel, da geht nur gleich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der für uns Mensch geworden ist, sei mit euch und mit deinem Geist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Mitchristen im Glauben, wir dürfen Weihnachten feiern. Wenn auch ganz anders als in den vergangenen Jahren, wir feiern Weihnachten, weil Gott in Jesus Christus für uns Mensch geworden ist. Er ist bei uns an diesem Tag, in dieser Zeit. Wir dürfen ihm vertrauen, wir dürfen zu ihm beten, wir dürfen ihm danken für das Geschenk der Menschwerdung des Gottessohnes. Und so dürfen wir Weihnachten feiern und wir dürfen hören, was der Evangelist Lukas uns berichtet hat. Es geschah. Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirin
Thank you.
Du wurdest in einem Stall geboren, weil in der Herberge kein Platz war. Wir bitten dich, steh allen bei, die auf der Flucht sind, die keine Heimat haben oder sich heute einsam fühlen. Christus, hör uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, bei deiner Geburt verkündeten Engel den Frieden. Wir bitten dich, lass Frieden werden auf der ganzen Welt, besonders im Heiligen Land. Christus, hör uns. Christus, erhöre uns. Als du geboren wurdest, kamen Weise aus dem Morgenland, um dich anzubeten. Wir bitten dich, zeige dich allen, die Gott suchen, als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Christus, hör uns. Christus, erhöre uns. Du bist das Licht Gottes, das die Welt hell macht. Wir bitten dich, leuchte allen, die traurig, krank oder verzweifelt sind, und schenke ihnen Hoffnung und Zuversicht. Christus, hör uns. Christus, erhöre uns. In dir ist das Leben in Fülle. Wir bitten dich, lass unsere Verstorbenen, an die wir heute besonders denken, bei dir leben. Christus, hör uns. Christus, erhöre uns. Und wir beten in einem Moment der Stille, für alle, die uns ganz besonders an diesem Weihnachtsfest am Herzen liegen. Christus, hör uns. Christus, erhöre uns. Weil wir es von Jesus gelernt haben, so beten wir jetzt voll Vertrauen zu Gott, unserem Vater im Himmel. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen, Ihren Familienangehörigen, all denen, die an diesem Tag besonders verbunden sind, die uns am Herzen liegen, ein gesegnetes, trotz allem frohes, friedvolles Weihnachtsfest. Gottes Segen möge uns begleiten und beschützen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Es segne und behüte euch der treue und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.
Thank you.